Herzlich willkommen zum Lecturecast Spezialfragen der Vertretungsmacht. Wir haben uns in einer anderen Einheit bereits ausführlich mit der Vertretungsmacht auseinandergesetzt, sind aber immer noch nicht fertig. Das liegt eigentlich daran, dass diese Fragen, die wir jetzt besprechen, sehr kompliziert sind. Wir haben das schon einmal besprochen. Das Komplizierte daran ist, dass es eben um eine Interessenabwägung im Verhältnis von Geschäftsherrn und Dritten geht. Und egal, wofür wir uns entscheiden, Vertretungsmacht ja oder Vertretungsmacht nein, einer, wenn man das so salopp formulieren kann, schaut immer durch die Finger. Entweder der Geschäftsherr, weil er an einen Vertrag gebunden ist, den er so eigentlich nicht wollte, oder der Dritte, weil er keinen Vertrag bekommt, obwohl er ja einen möchte. Das Problem dieser Abwägungsfragen haben wir im Privatrecht öfter. Wir können eine alle Seiten befriedigende Lösung da oft nicht finden, sondern wir müssen eben abwägen. Und das erfordert ziemlich feine und genaue Mechanismen. Bei der Vertretungsmacht ist es eben auch erforderlich, hier sehr genau festzulegen, in welchen Verhältnissen oder in welchen Fällen der Vertrag zustande kommt und wann eben nicht. Wann Vertretungsmacht und unter welchen Umständen Vertretungsmacht besteht, das wissen wir jetzt schon. Gesetzlich, organschaftlich oder rechtsgeschäftlich kann die Vertretungsmacht begründet sein. Und wir wissen auch schon, dass strukturell die gesetzliche und die organschaftliche Vertretung auf der einen Seite von der rechtsgeschäftlichen Vertretung auf der anderen Seite zu unterscheiden sind. Und in beiden ersten Fällen haben wir eine vom Gesetzgeber sehr genau festgelegte Reichweite der Vollmacht und einen ziemlich stark ausgeprägten Schutz des Dritten, weil ja, ich darf das in Erinnerung rufen, der Vorstand eben Formalvertretungsbefugnis hat, das Gesetz uns genau sagt, was die Eltern für ihre Kinder können und der Prokurist also auch grundsätzlich alle Geschäfte, die ein Betrieb eines Unternehmens mit sich bringt, abschließen kann. Das heißt, der Dritte ist geschützt. Bei der rechtsgeschäftlichen Vertretungsmacht ist das nicht ganz so stark ausgeprägt. Hier unterscheiden wir zwischen interner und externer Bevollmächtigung. Primär schaue ich auf keinen gesetzlich festgelegten Vollmachtsumfang, den gibt es nicht, sondern ich muss eben die Willenserklärung auslegen. Aber wenn sie extern abgegeben wurde, ist der Dritte eben durch diese externe Erklärung etwas mehr und etwas stärker geschützt. Was wir noch nicht besprochen haben, sind eben solche besonderen Fragen oder solche Spezialfragen, wobei auch da wiederum allgemeine und spezielle Probleme zu unterscheiden sind. Allgemein zum Beispiel kann man festhalten, dass der dahinterstehende Vertretene, also vorerst unwirksam Vertretene, wenn die Vertretungsmacht soweit nicht reicht, egal ob gesetzlich, organschaftlich oder rechtsgeschäftlich Vertretene, eine Vertretungshandlung nachträglich genehmigen kann, selbst wenn sie vorerst unwirksam war, § 1016 ABGB. Das heißt also, beispielsweise kann der Unternehmer, wenn sein Mitarbeiter voreilig einen Laptop gekauft hat, aber gar keine Vertretungsmacht hat, im Nachhinein diesen Vertrag genehmigen, wenn er sagt, eigentlich ist mir das, obwohl ich zwar keine Vollmacht erteilt habe, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das anschaue, eh recht und deswegen genehmige ich dieses Geschäft. Diese nachträgliche Genehmigung kann ich tatsächlich durch Willenserklärung ausüben oder durch eine sogenannte Vorteilszuwendung. Also ich erkläre dem Dritten nicht explizit, dass ich mit dem Geschäft einverstanden bin, sondern ich nutze den Laptop für eigene Zwecke im Wissen, dass mein Mitarbeiter ohne Vertretung gekauft hat. Naja, das ist eine Vorteilszuwendung und damit heilt dieses vorerst unwirksame Geschäft. Das gilt also bei allen Formen der Vertretungsmacht, also nicht nur bei der rechtsgeschäftlichen, sondern auch bei den anderen Formen, wenn also zum Beispiel die Mutter eine Vertretungshandlung setzt und beide, also Mutter und Vater, zustimmen müssten, Vater vorerst nicht zugestimmt hat, nur dann kann er nachträglich auch seine Zustimmung erteilen und damit das Geschäft genehmigen. Das heißt, da sind wir eigentlich mit einem allgemeinen Prinzip jetzt bei der Hand. Dann gibt es aber natürlich noch Besonderheiten in den einzelnen Bereichen und ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist etwa die Vertretung von juristischen Personen, wo wir gesagt haben, dass Organe an sich alles können für die juristische Person, dass sie Formalvertretungsbefugnis haben. Aber wenn wir genau auf die Situation bei juristischen Personen schauen, dann sehen wir, das gilt eigentlich nur bei juristischen Personen des Privatrechts, also solchen, die durch einen privaten Gründungsakt geschaffen wurden. Wir schauen uns diese Situation jetzt ganz kurz im Rahmen einer Grafik an. Juristische Personen des Privatrechts, also solche, die durch privatrechtlichen Gründungsakt geschaffen wurden,
Das sind zum Beispiel eine Aktiengesellschaft, das ist zum Beispiel eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das ist zum Beispiel ein Verein oder eine Privatstiftung. Diese juristischen Personen werden also durch jeweils zuständige Organe vertreten und soweit diese juristischen Personen unternehmerisch tätig sind und auch im Firmenbuch eingetragen sind, dann können die zuständigen Organe sogar Prokura, also eine weitere Formalvollmacht, erteilen. Die Situation ist bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts eine andere. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind zwar in derselben Weise rechtsfähig wie juristische Personen des Privatrechts, das heißt, sie können Träger von Rechten und Pflichten sein, aber sie entstehen eben nicht durch privatrechtlichen Gründungsakt, sondern durch öffentlich-rechtlichen, also hoheitlichen Gründungsakt. Wer sind juristische Personen des öffentlichen Rechts? Bund, Land, Gemeinde zum Beispiel, also die Gebietskörperschaften, aber nicht nur Gebietskörperschaften, sondern auch ein Sozialversicherungsträger zum Beispiel oder eine Universität. Das heißt, in diesen Fällen stellt sich dasselbe Problem, das sich auch bei der Vertretung von juristischen Personen des Privatrechts gestellt hat, nämlich wer ist hier das zuständige Organ für die Vertretung? Auf den ersten Blick würde man meinen, dass eine Regelung die Formalvertretungsbefugnis anordnet, genauso wie bei juristischen Personen des Privatrechts, auch hier sinnvoll wäre. Allerdings ist die Lage eine andere. Warum? § 867 ABGB ist einschlägig und § 867 ABGB, der regelt die Vertretung von Gemeinden, wird aber auch auf andere juristische Personen des öffentlichen Rechts angewendet. Und die Bestimmung formuliert etwas kryptisch, dass auf die politischen Gesetze und die Verfassung, also die Verfassung der Gemeinde zu schauen ist, wenn man feststellen möchte, ob ein Organ Vertretungsmacht hat oder nicht. Damit verweist § 867 ABGB auf die internen Organisationsvorschriften. Welche sind die internen Organisationsvorschriften? Das ist bei einer Gemeinde zum Beispiel die Gemeindeordnung. Bei der Universität ist es das Universitätsgesetz und die Satzung einer jeweiligen Universität und so weiter und so fort. Das heißt also, die öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage, die die Verfassung der jeweiligen Gebietskörperschaft oder der jeweiligen juristischen Person regelt. Das ist noch kein Strukturunterschied zum Privatrecht. Was eine GmbH betrifft, beispielsweise schauen wir auch ins GmbH-Gesetz, um festzustellen, ob der Geschäftsführer Vertretungsbefugnis hat oder nicht. § 867 sagt uns eben, dass wir für eine Gemeinde und ihre Vertretung in die Gemeindeordnung schauen müssen. Jetzt sind die Gemeindeordnungen relativ zersplittert geregelt, weil es sich dabei um eine Länderkompetenz handelt. Das heißt, es gibt 9 verschiedene Gemeindeordnungen und da müssen wir jetzt in jede einzelne schauen, um zu wissen, ob eine Gemeinde und durch wen eine Gemeinde vertreten wird. Aber wenn man sich das genauer ansieht, dann erkennt man, dass dort meistens der Bürgermeister als vertretungsbefugtes Organ festgelegt wird und dass es aber natürlich sonstige interne Organisationsvorschriften gibt. Also der Gemeinderat muss bestimmte Geschäfte zum Beispiel genehmigen oder muss eine Zustimmung erteilen. Und ganz anders als bei der Vertretung von juristischen Personen des Privatrechts geht hier die Rechtsprechung, und zwar die ständige Rechtsprechung, das sind keine vereinzelten Entscheidungen, sondern das ist eine gesicherte Judikaturlinie, davon aus, dass solche internen Beschränkungen nach außen wirken. Anders also, als wir das zum Beispiel bei einer Aktiengesellschaft kennen. Wenn der Aufsichtsrat seine Genehmigung nicht erteilt, ändert es nicht an der Vertretungsbefugnis des Vorstandes. Wenn der Gemeinderat seine gesetzlich vorgegebene Zustimmung nicht erteilt, hat aber nach herrschender Auffassung der Bürgermeister auch keine Vertretungsbefugnis nach außen. Das heißt also, dass bei der Vertretung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, und das sind natürlich sehr viele und da sind sehr viele wichtige Geschäfte auch im Spiel, diese internen Beschränkungen nach außen wirken sollen. Das heißt also, dürfen im Innenverhältnis und können im Außenverhältnis ist viel enger beisammen als bei Situationen, wo Formalvertretungsbefugnis besteht. Das war also eine Besonderheit aus dem Bereich der organschaftlichen Vertretung, wenn man so möchte. Der Bürgermeister ist zwar Organ, aber hat eben keine Formalvertretungsbefugnis.
Eine weitere Besonderheit ergibt sich bei der Formalvertretungsbefugnis, also bei der organschaftlichen, bei der gesetzlichen Vertretung, dann aus einer Situation, wo wir eigentlich wieder auf die Ratio zurückgreifen können. Wir haben gesagt, dass es um den Verkehrsschutz geht. Es geht also darum, dass der Dritte sich nicht mit interner befassen muss, sondern er weiß, wenn ich mit dem Vorstand ein Geschäft abschließe, dann hat er Vertretungsbefugnis. Wenn ich mit dem Prokuristen den Kauf eines Autos vereinbare, dann weiß ich, der ist stellvertretungsbefugt. Da brauche ich mich nicht näher um die interner kümmern. Was aber, wenn ich weiß, dass der Prokurist oder der Vorstand oder der Geschäftsführer etwas tut, was er im Innenverhältnis eigentlich nicht tun darf? Auf den ersten Blick ist die Antwort leicht. Die Formalvertretung sagt uns ja gerade, dass so eine solche Beschränkung nicht nach außen wirkt. Aber brauche ich in einem solchen Fall überhaupt den Schutz als Dritter? Muss ich geschützt werden vor einer Situation, wo ich von der internen Pflichtwidrigkeit weiß? Oder ist die Formalvertretung nicht viel eher dafür da, dass ich keine Nachforschungspflichten habe, wo ich es aber eh am Präsentierteller serviert bekomme, dann muss ich doch eigentlich davon ausgehen, dass ich nicht besonders schutzwürdig bin. Und aus diesem Grund wird bei einem sogenannten Vollmachts- oder Vertretungsmissbrauch davon ausgegangen, dass der Dritte dann nicht mehr geschützt ist, wenn er weiß, dass der Vertreter im Innenverhältnis pflichtwidrig agiert hat. Bei der Formalvertretungsbefugnis schadet also Kennen von der internen Beschränkung. Das ist bei der rechtsgeschäftlichen Vertretungsbefugnis nicht der Fall. Bei der rechtsgeschäftlichen Vertretungsbefugnis schadet schon Fahrlässigkeit. Denken Sie beispielsweise an die Anscheinsvollmacht, wo wir gesagt haben, nur der redliche Dritte ist geschützt. Wenn der nicht mehr redlich ist und Unredlichkeit ist gleichzusetzen mit Fahrlässigkeit, dann ist der Rechtsschein bereits zerstört und die Geschichte ist erledigt, die Vertretungsmacht besteht nicht. Das ist aber eine sachgerechte Differenzierung, denn wir haben gesagt, dass die Formalvertretung die stärkste Vertretungsbefugnis ist, während es bei einer Anscheinsvertretung etwa oder bei einer Außenbevollmächtigung auf die Auslegung nur einer Willenserklärung und nicht etwa einer gesetzgeberischen Anordnung geht. Die Situation, dass also ein Dritter zu schützen ist, Formalvertretung war hier das Stichwort, die zeigt uns also schon, dass eben nur der zu schützen ist, der wirklich eines Schutzes bedarf. Jetzt gibt es auch Konstellationen oder es gibt auch Situationen, in denen wir vielleicht nach außen Vertretungsmacht annehmen, aber die Wertungen des Stellvertretungsrechts eher dafür sprechen, dass es keine Vertretungsmacht geben sollte. Und ein Beispiel dafür sind die In-sich-Geschäfte. Bei In-sich-Geschäften ist die Situation so, dass der Stellvertreter durch ein und dieselbe Erklärung Rechtswirkungen für zwei verschiedene Rechtssubjekte herbeiführen kann. Entweder in Form des Doppelvertretens, der Geschäftsführer der A GmbH ist zugleich der Geschäftsführer der B GmbH und er schließt einen Kaufvertrag zwischen A und B ab. Er ist Vertreter von beiden am Vertrag Beteiligten oder der Vertreter, also der Geschäftsführer der A GmbH, der verkauft sich das Auto gleich selbst. Das nennen wir Selbstkontrahieren. Er schließt den Vertrag also im Namen des Vertretenen und für sich selbst ab. Also mit dieser Willenserklärung führt er sozusagen Rechtswirkungen bei beiden herbei. Er gibt also eine Erklärung an sich selbst ab eigentlich. Und das ist natürlich auf den ersten Blick schon ein bisschen anrüchig und etwas manipulationsverdächtig. Und diese Situationen des Selbstkontrahierens oder der Doppelvertretung führen also auch tatsächlich dazu, dass man nach herrschender Auffassung davon ausgeht, dass ein solches Geschäft ungültig ist. Warum ist es ungültig? Weil die Vermutung naheliegt, dass der Vertreter nicht in der Lage sein wird, beide Interessen gleichartig wahrzunehmen. Bei der A GmbH und bei der B GmbH ist vielleicht die Situation so, dass er der einen Vertragspartei näher steht als der anderen. Und beim Selbstkontrahieren ist es offensichtlich, wenn er sich zum Beispiel ein Auto verkauft, wird seine Intention, einen Fernkaufpreis festzulegen, vielleicht eine andere sein, als wenn er einem Dritten ein Auto verkaufen wird. Das heißt, in diesen Situationen besteht zwar an sich Vertretungsmacht, sie wird aber aufgrund des Tellos der Vorschriften über die Stellvertretung hier eingeschränkt. Und damit haben wir jetzt einige Spezialfragen des Stellvertretungsrechts
behandelt, die also zeigen sollen, dass selbst dann, wenn wir von einer Vertretungsbefugnis ausgehen, die Geschichte noch immer nicht ganz beendet ist. Es gibt Situationen, in denen zwar formal nach außen eine Vertretungsmacht besteht und wir aufgrund der Zweckrichtung der Vorschriften diese Vertretungsmacht aber einschränken. Und es gibt Situationen, das hatten wir bei der nachträglichen Genehmigung, in denen das Geschäft zwar vorläufig nicht zustande kommt, aber dann im Nachhinein noch genehmigt werden kann.